Ein Training der besonderen Art absolvierte die Leistungsgruppe der Wasserfreunde Mühlacker am Dienstagnachmittag. Unter den kritischen Blicken der mehrfachen Europameisterin und Olympiateilnehmerin Silke Lippock konnten die Nachwuchsschwimmer zeigen, was sie so drauf haben. Die sind richtig gut. Also gerade wenn ich schaue, was die Technik angeht, sind sie wirklich sehr sauber, auch immer vom Arm eintauchen. Und ja, die sind auch richtig schnell, wenn man das so guckt. Gerade die Mädchen kommen auch ganz gut mit den Jungs. Sieht schon gut aus. Die Idee zum Training mit der Spitzenschwimmerin geht zurück auf einen Vorschlag des Mühlacker Tagblatts. Umgesetzt hat diesen die Volksbank Pforzheim, einer der Sponsoren Silke Lippocks. Ja, die Silke ist wie wir, die Volksbank Pforzheim. Sie kommt aus der Umgebung. Sie ist sehr fleißig, sie ist bodenständig, sympathisch, freundlich und erbringt Höchstleistungen. Höchstleistungen haben sich auch die Schwimmer der Wasserfreunde Mühlacker am Dienstagnachmittag abverlangt. Schließlich ist es nicht an der Tagesordnung, dass eine Olympiaschwimmerin beim Training am Beckenrand steht. Ja, man strengt sich da natürlich an, schöne Technik zeigen, gutes Gefühl eigentlich schon, ja. Ich würde sagen gut, weil jemand, der richtig gut schwimmen kann, kann auch einen verbessern, sagen, was man besser machen soll. Da ist man schon ein bisschen aufgeregt, so, ja. Am Schluss besiegte die Neugier auf die Tipps der Profisportlerin die Aufregung der Wasserfreunde. Und dem Lob für die Schwimmer folgte ein Lob für die Trainerin und ihren Trainingsplan. Genial. Ich wusste gar nicht wirklich, was mich hier erwartet. Aber wenn ich so drüber schaue, ist es echt unserem Trainingsplan auch ziemlich ähnlich. Also gerade wenn man sieht, was hier für technische Übungen dabei sind und ja, wie man sich da wirklich auch Gedanken drüber gemacht hat, wie man die Kinder vor allem an die Technik heranführt und das finde ich schon sehr gut. Auch wenn bei den Wasserfreunden die Olympiateilnahme nicht das vorrangige Ziel ist, erhofft sich die Trainerin durch die Anwesenheit der Profischwimmerin doch einen kleinen Vorteil für ihre Mannschaft. Einfach, dass meine Schwimmer mal mit jemand, der wirklich vom Fach ist, schwimmen können und vielleicht für sich selber einiges Positives mit nach Hause nehmen und davon im nächsten Training dann auch profitieren. Und weil das manchmal durch Abschauen noch besser geht als durch theoretische Erklärungen, zog Silke Lippock am Ende des Trainings dann noch gemeinsam mit den Wasserfreunden ihre Bahnen.